Hallo zusammen, jetzt machen wir weiter mit Imperativ. Also in diesem zweiten Teil werde ich ein paar Sonderformen zeigen. Und zwar habe ich die vier Verben hier: Verb aller, gehen, avoir, haben, être, sein, savoir, wissen. Die sind ja schon wichtige Verben, die man in allen Sprachen benutzen muss. Wir können mal mit Verb aller starten. Wenn du mit jemandem sprichst, also eine Person, tu, dann sagt man vas-y. Nicht wahr, sondern vas-y. Wir fügen ein Y hinzu. Wenn wir in einer Gruppe sind, dann allons. Bei vous ist eine allez. Also hier ist ja schon die Regel, die wir in der frühen Video gesehen haben. Bei Verb avoir, bei tu form, sagt man aye. Also es ist A-I-E und es ist wie ein ausgesprochen. Bei nous ist ayons. Bei vous ist ayez. Also ayez un peu de courage. Habt ein bisschen Mut. Das könnte ein schöner Satz sein. Okay, bei être, bei tu ist soit, bei nous ist soyons, S-O-Y-O-N-S, soyons, bei vous ist soyez, so seid. Bei verb savoir, also wissen, bei tu sagt man sache, Sachons, S-A-C-H-O-N-S, und bei vous ist sachez. Diese Formen müsst ihr auswendig lernen natürlich, aber außer diese Verben, die man hat, die Verben, die ihr haben werdet in Texten oder auch in Schreiben, könnt ihr schon die Regel von der letzten Video benutzen. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in späteren Videos. Ciao, ciao!